So, hallo. Erstmal heute, jetzt haben wir, Moment, ich muss kurz wechseln, 20 nach 12. Ich mache mal einen Fast-Live-Rundgang. Live-Rundgang geht ja noch nicht, weil ich das Video nachher auf YouTube hochstelle. Und da haben wir noch bei weitem nicht die Abonnenten, dass wir da irgendein Live-Video machen können auf der YouTube-App. Heute jetzt 12 Uhr, erster Tag. Ohne allgemeine Maskenpflicht im Freien. Also im Freien, wenn 1,50 Meter Abstand eingehalten werden können, darf man wieder ohne Maske gehen. Und ja, jetzt laufen wir mal das erste Mal. Wir sind jetzt gerade auch in Palma am Laden angekommen, haben um 12 Uhr einen Laden aufgemacht. Sandra ist jetzt im Laden. Ich mache jetzt hier mal einen kleinen Live-Rundgang. Also nicht live, also ich bin jetzt gerade hier, aber ihr seht es ein paar Minuten später, weil ich es nachher dann erst online stellen kann. So, hier haben wir gerade irgendeine Demonstration heute. Ich sehe jetzt gerade von hinten nicht, gegen was demonstriert wird. Gut, für die Rechte der Frauen wird hier demonstriert. Und auf jeden Fall alle. Hier, ja gut, klar, hier können Sie 1,50 Meter Abstand nicht einhalten. Dann tragen Sie korrekterweise auch die Maske. So, jetzt kommt gleich wieder die übliche Überlegung, wo laufe ich hin? Erstmal Richtung Kathedrale oder erstmal in die Stadt rein? Ich laufe erstmal in die Stadt rein. Einfach mal in Borne hoch. Wie gesagt, seit heute 0 Uhr, Samstag 0 Uhr, ist die Maske im Freien nicht mehr Pflicht. Man sieht auch unten am Meer, gut, ja, hier haben sie ja doch noch sehr viele an. Und ja gut, in der Stadt kann man auch häufig den Abstand nicht halten. Dann tragen viele die Maske noch. Ich glaube, am Meer wird es dann weniger. In anderen Ecken, wie man immer wieder sieht, wie in Arenal, da trägt es ja schon seit Wochen, seit Tagen keiner mehr. Das ist hier, ach, Bürgerleib, das hat noch zu. Das macht erst nachher auf. So, der aktuelle Stand heute. Was ist heute nochmal? Ich glaube, der 26. Juni. Kurz nach 12 Uhr. Gehen jetzt mal hier. Ups, einmal Treppen und dann hier Cappuccino, Bar Bosch vorbei. Stadt hier ist voll, ja klar, hier ist immer gut was los. Wir haben ja leider gerade heute, habe ich wieder gesehen, eine Inzidenz von über 32 oder von über 30, 32 war heute angegeben. Und so, jetzt war gerade Musik, jetzt kann es sein, dass das vielleicht rausgeschnitten wird von YouTube. Genau, wir haben eine Inzidenz von 32 heute wieder gemeldet bekommen. Also innerhalb von 3 Tagen sind wir von gut 20 auf gut über 30 hochgegangen. Wodurch natürlich die große Angst der Mallorquiner, der Einheimischen, besteht,
dass wir wieder in den Bereich Risikogebiet kommen für Deutschland und dadurch der Tourismus wieder abgesägt wird. Aber das müssen wir einfach abwarten. Kutschen fahren immer noch, obwohl sie sehr umstritten sind. Es gibt natürlich viele Tierschützer, die große Probleme mit den Kutschen haben und die gar nicht wollen. Aber die fahren auf jeden Fall noch. Ja, und wir sehen hier in der Innenstadt. Ja, trotzdem ist es Wahnsinn. Wir haben jetzt fast Juli und die Bewegung ist für fast Juli eigentlich noch ganz schön wenig. Also es ist immer noch wesentlich ruhiger. Spielt sich doch alles hier irgendwie in Arenal ab, wo alle Hotels, glaube ich, fast auf haben. Aber selbst in den anderen Tourismusorten ist es viel ruhiger. Da hat auch vieles nicht auf. Und man merkt selbst bei uns in Palma, dass es noch nicht wieder beim Alten ist. Wird es auch dieses Jahr vermutlich. Ich werde, wie gesagt, die große Angst, die man hat, ist einfach, dass jetzt aufgrund der steigenden Inzidenz vielleicht sogar wieder irgendwas zugemacht wird oder irgendwie wieder Einschränkungen gibt. Gut, heute haben wir erstmal die Freiheit, dass wir theoretisch ohne Maske draußen sein dürfen. Hoffen wir, dass uns diese Freiheit nicht relativ bald schon wieder zunichte gemacht wird. Und vielleicht auch irgendwelche Aktions dann wieder irgendwie doch wieder kommt, weil jetzt im Sommer ist es doch schöner, wenn man ohne Maske unterwegs sein darf. Ja. Und was halt definitiv auch auffällt, die Spanier, die Einheimischen, halten sich, wenn sie die Abstände nicht halten können, noch sehr, sehr viele an die Maskenpflicht. War es dann vermutlich unten Richtung Meer, wo man sich mehr an die Abstände halten kann. So wieder dementsprechend weniger wird. Ganz beliebte Treppen hier. Schon wieder einige Reisegruppen hier. Hier oben schon wieder eine Gruppe. Ich weiß nicht, ob das eine Schiffsgruppe ist oder. Kurz mal über den Plaza Cort. Aber das werde ich mal dieses Mal das erste Mal sehen, ob YouTube dann die Musik einfach stumm schaltet. Hotel Mama ist voll. Wir gehen jetzt mal runter Richtung Kathedrale. Thank you.
Auto wahrscheinlich auch. Ich muss sagen, ich bin in Palma überrascht, dass sich doch einige wegen dem nicht an den Abstand halten können. Doch noch sehr viele Maske tragen. Gut, man, wenn ich so rumschaue, stellt man fest, vorwiegend Einheimische, die sich dran halten. Aber ich muss sagen, es sind doch auch einige Touristen dabei, die sich an die Regeln halten und die Maske aufhaben. Und ja, also ich glaube, in Palma selber, Palma Stadt, geht es etwas gesitterter zu, als wenn ich die Bilder von Arenal sehe. Die Leute hier scheinen doch etwas mehr Respekt zu haben als in anderen Ecken der Insel. Eigentlich ganz angenehm. Hier kommt ein Fernsehteam, die haben bestimmt auch was gedreht hier vorne. Spanisches Fernsehen. Was geht ab am ersten Tag ohne Maske? Eine Runde aus der Stadt Palma. Hier hinten, Kathedrale ist auch gut besucht. Da stehen, wird schön angeschaut, um Kathedrale zu besuchen. Ja gut, Kathedrale natürlich auch das Muss, wenn man in Palma ist. Klar. Schönes Portal zur Kathedrale. Also ich muss sagen, ich bin in Palma positiv überrascht, dass ich hier doch noch sehr viel mit Respekt begegnet wird. Die Leute sitzen draußen, schön so, treffen sich, aber hier würde ich mal sagen, in Palma kann man sich durchaus wohlfühlen. Also wohlfühlen heißt einfach, hier wird sich noch etwas an die Regeln gehalten und es gibt nicht. Gut, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es abends ist. Es ist jetzt tagsüber, aber das leidige Thema. Wir hoffen doch mal alle, dass dann einfach nächstes Jahr wieder alles normal ist und man sich keine Gedanken mehr darüber machen muss. Und dass dann hoffentlich vielleicht auch durch Impfen alles wieder normal wird und man sich nicht Gedanken machen muss, ob vielleicht im Juli
es wieder Einschränkungen gibt oder wieder irgendwelche Regulierungen gibt oder irgendein Politiker wieder sagt, Mallorca ist wieder Risikogebiet und wieder keine Touristen kommen oder, sondern einfach man seine Saison haben kann, ohne sich da Gedanken machen zu müssen. Ja, schau auf, ich mal hier mal gucken, komme ich hier oben eigentlich runter. Hier oben bin ich noch nie vorbeigelaufen. Aber mal schauen, wo ich da hinkomme. Ah ja, da kommen wir, glaube ich, in dem schönen Garten da unten raus. Hier gab es früher mal Schwäne, der ist aber nicht mehr da. Schwani ist weg. Gleich mal runter in den Park, retour in Richtung Can Gómez und dann war das dieser kleine, kurze, dann vielleicht 19-20-minütige irgend sowas Palma-Rundgang. Hier heute Hochzeit. Hochzeitsfotografen. Ein kleiner Torwächter. Hoch am Cappuccino vorbei. Cappuccino hier bei uns hat übrigens auch wieder auf. Hatte lange Zeit zu. Ich weiß jetzt gar nicht genau wie lange. Ich glaube seit zwei, drei Wochen oder so. Vielleicht auch Anfang Juni schon hat es, glaube ich, wieder aufgemacht. Kleiner Walk entlang am Parlament. Dann geht es die Treppen runter und dann ist der kleine Rundgang auch beendet. So, einmal Straße. Unser ehemaliger Nachbar Palma Dock. Der ist eine kleine Straßenecke weitergezogen. Der ist jetzt hier in der Straße.
und runter zu unserem Platz in Richtung Can Gomer. So, jetzt ist es 12.40 Uhr. Wir sind gleich am Ende. Macht das Video dann auch einfach so, wie es ist, gleich hoch. Dann könnt ihr fast live gucken, wie es war. Ich wünsche euch allen, die es gucken, vor dem Wochenende ein schönes Wochenende. Wenn man es erst am Wochenende guckt, dann eine schöne nächste Woche. Macht es gut. Viele Grüße aus Palma. Und denkt dran, wir brauchen unbedingt noch Abonnenten, dass wir dann auch wirklich von der YouTube-App aus live gehen können. Also abonniert uns. Gebt uns einen Daumen hoch. Wir wollen auf YouTube auch in Zukunft mal live gehen können und noch ein bisschen mehr machen. Tschüss, ihr Lieben. Bis bald und back im Can Gomer. Wir freuen uns, wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt und natürlich auch über jedes Abo, das ihr für unseren Kanal abschließt. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.